Der Ticker startet um 6:30 Uhr. 21:46 Uhr UNIS sind den Tücken von Corona auf der Spur. Der Krieg in der Ukraine hat Corona als Thema in Windeseile verdrängt. In der Schweiz sind fast alle Maßnahmen aufgehoben, derzeit sind allerdings die Infektionszahlen wieder leicht am Steigen. Die Aufarbeitung ist allerdings noch längst nicht abgeschlossen. Forschende verschiedener Schweizer Universitäten untersuchen, wer warum schwer erkrankt und wie hoch die Immunität in der Bevölkerung ist. Der Leiter des Instituts für Epidemiologie an der Universität Zürich, Milo Puhan, leitet Corona Immunitas, eine Zusammenarbeit von Schweizer Universitäten und Hochschulen. In den nächsten Monaten werden Stichproben in den Kantonen Zürich, Tessin und Waadt für diese Studien gemacht. Dabei würden die neutralisierenden Antikörper gemessen, damit man schauen könne, wie hoch die Immunität sei, erklärt Puhan. Verschiedene Forschende fordern aber weitere Untersuchungen, die ein umfassenderes Bild der Krankheit geben würden. 2:05 Video-Universitäten betreiben ein Corona-Monitoring aus Tagesschau vom 5.3.2022 abspielen. 19:11 bald kein Geld mehr für Corona-Tests in den USA. Das Weiße Haus warnt, dass den USA bald das Geld für die Aufstockung der Covid-19-Tests und die kostenlose Behandlung von nicht kranken versicherten Amerikanern ausgehen wird, wenn der Kongress nicht rasch mehr Mittel bewilligt. Fast ein Jahr nach der Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar Rettungsplans hat die US-Regierung das Geld für die Covid-19-Bekämpfung fast vollständig aufgebraucht. Der Kongress müsse dringend Mittel freigeben, sagte die stellvertretende Covid-19-Koordinatorin Natalie Quillian. Das Weiße Haus hat beim Kongress 30 Milliarden Dollar für die Corona-Bekämpfung beantragt, kürzte diesen Betrag jedoch im offiziellen Antrag auf 22,5 Milliarden Dollar. Im März würden die Hersteller von Covid-19-Tests damit beginnen, die Produktion von Schnelltests zu verlangsamen, wenn die Regierung keine Verträge zum Kauf weiterer Tests unterzeichne. Zudem müssten Anträge auf Covid-19-Behandlungen für nicht versicherte Personen gestrichen werden, wenn der Kongress nicht mehr Geld bereitstelle. Auch die Vorräte Antikörpermedikamenten gingen im Mai zu Ende, so Quillian. 15:29 Boston schafft Maskenpflicht weitgehend ab. In Boston mussten die Menschen in öffentlichen Innenräumen, Restaurants, Läden, Museen oder Freizeiteinrichtungen bislang eine Maske tragen. Diese städtische Anordnung ist heute aufgehoben worden. Eine Maskenpflicht gilt allerdings weiterhin unter anderem in öffentlichen Verkehrsmitteln und Spitälern. Boston folgt damit New York, Los Angeles und anderen US-Großstädten, die die Corona-Maßnahmen lockern, um nach 2 Pandemiejahren wieder einen Schritt zurück Richtung Normalität zu machen. Dr. Bisola Oyikutu, die Zuständige für das öffentliche Gesundheitswesen, traf diese Entscheidung Anfang Woche in Absprache mit der städtischen Gesundheitsbehörde und begründete dies mit dem starken Rückgang neuer Infektionen und Spitalaufenthalten sowie mit den hohen Impfraten. Alle unsere Schlüsselkennzahlen entwickeln sich in die richtige Richtung. Die Aufhebung der Maskenpflicht erfolgt rund 2 Wochen nach der Abschaffung der Impfnachweispflicht für Restaurants oder Fitnessstudios. 14:21 weltweit 443,9 Millionen Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie. Weltweit wurden seit Ausbruch der Pandemie bislang 443,9 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, wie die Johns Hopkins Universität auf ihrem Covid-19-Dashboard ausweist. Über 5,99 Millionen Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien. Mehr über die weltweite Lage in der Pandemie gibt's im Artikel Die internationale Lage in der Übersicht. 12:57 Öffnung der Nachtgastronomie führt zu großem Gedränge. In Österreich hat das Ende fast aller Corona-Beschränkungen vor einer Diskothek zu tumultartigen Szenen geführt. Ein paar hundert Nachtschwärmer hatten sich laut Polizei schon Stunden vor Mitternacht vor dem Tanzlokal in Oberndorf bei Salzburg versammelt. Im Gedränge hätten einige Besuchende das Bewusstsein verloren, berichtete die Polizei weiter. 10 Polizisten mussten einschreiten und ließen den Club frühzeitig öffnen, um die Situation zu entschärfen. Eine verletzte Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Am Ende konnte nur die Hälfte der Wartenden in die Disco. Die Nachtgastronomie in Österreich war Corona-bedingt seit 2 Jahren geschlossen. Deren Öffnung gehört zu den umfassenden Lockerungen, die seit heute in Kraft getreten sind. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstände mehr.
In Teilen des Handels gilt allerdings noch eine FFP2-Maskenpflicht. In Berlin löste großes Gedränge vor einem Club auch einen Polizeieinsatz aus. Mehrere Menschen hätten Panikattacken erlitten, ein Mann sei in Ohnmacht gefallen, eine Frau sei ins Spital gekommen, teilte die Polizei mit. Die Polizei rückte mit rund 70 Einsatzkräften an und räumte den Hof vor dem Club. Seit Freitag dürfen die Clubs und Diskotheken ihre Tanzflächen wieder öffnen. Genesene und Geimpfte müssen sich zusätzlich testen lassen, wenn sie auf die Tanzfläche wollen. 10 Uhr und 55 Minuten Impfung für Kleinste. Deutscher Gesundheitsminister äußert Zweifel. Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußert Zweifel an einer Corona-Impfung für Kinder unter 5 Jahren. In den Studien haben die Impfstoffe bei den Kleinkindern nicht die Impfwirkung gezeigt, die wir erhofft hatten. Gerade in dieser Altersgruppe muss die Wirkung aber besonders klar belegt sein, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es ist deswegen im Moment unklar, ob es eine Impfempfehlung für unter 5-Jährige in Deutschland geben wird. Lauterbach bekräftigt, er rechnet frühestens im Mai mit einem angepassten Omikron-Impfstoff. Dessen Boosterwirkung gegen andere Varianten, zum Beispiel Delta, wird wahrscheinlich nicht so stark sein. Der Omikron-Impfstoff wird daher die bisherigen Impfstoffe nicht komplett ersetzen, sagte der SPD-Politiker. Trotzdem ist es gut, dass wir ihn bekommen. 9.49.37.529 neue Corona-Fälle in Hongkong. Hongkong hat am Samstag 37.529 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, am Freitag waren es noch über 52.000. Trotz der steigenden Zahl von Corona-Fällen und überforderten Gesundheitseinrichtungen hält die Stadt an seiner Null-Covid-Strategie fest. 7.54 geringes Interesse an Novavax in Deutschland. Der neue Novavax-Impfstoff wird in Deutschland bislang kaum genutzt. Das dortige Bundesgesundheitsministerium beziffert die bisherigen Impfungen auf 14.611. Es sei ein zusätzliches Angebot, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Novavax soll zunächst vor allem in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden. Als Proteinimpfstoff, der auf einer seit langem etablierte Technologie beruht, gilt er als Möglichkeit, auch Impfskeptiker von einer Immunisierung zu überzeugen, etwa in der Pflege. Zuletzt hatte das Ministerium von einer Lieferung über 1,4 Millionen Dosen berichtet. 3.31 China sieht Erfolge im Kampf gegen Corona. China sieht sich im Kampf gegen Corona in einer guten Position. Lokale Ausbrüche seien im letzten Jahr effektiv und schnell unterdrückt worden, hieß es im Arbeitsbericht der Regierung, den Ministerpräsident Li Keqiang in Peking zur Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses vorlegte. Rund 85% der chinesischen Bevölkerung seien demnach mittlerweile gegen das Virus geimpft worden. Durch diese Bemühungen haben wir die Gesundheit und Sicherheit der Menschen sichergestellt und die normale Ordnung in Arbeit und Leben aufrechterhalten, sagte Li Keqiang. Die Regierung ließ in ihrem Bericht keine Abkehr von ihren strengen Maßnahmen erkennen. Man werde die effektiven Covid-19-Kontrollen fortsetzen. China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Coronavirus weitgehend im Griff. Jedoch kommt es immer wieder zu kleineren Ausbrüchen. 1.17 USA, Arbeitslosigkeit nähert sich vor Corona-Niveau. In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Februar gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,8%, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Die Quote nähert sich damit ihrem Niveau von 3,5% an, das sie vor der Corona-Pandemie innehatte. Derzeit seien etwa 6,3 Millionen Menschen ohne Arbeit, verglichen mit 5,7 Millionen vor der Pandemie. Gleichzeitig hat die US-Wirtschaft im Februar außerhalb der Landwirtschaft 678.000 neue Stellen geschaffen, deutlich mehr als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit 423.000 neuen Stellen gerechnet. 0.31 Corona-Beschränkungen fallen in Österreich und Deutschland. In Österreich fallen ab heute Samstag fast alle Corona-Beschränkungen. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstände mehr. Allein die Hauptstadt Wien will sich nicht auf alle Öffnungsschritte einlassen und hält zunächst an der 2G-Regel in der Gastronomie und einer fast überall geltenden FFP2-Maskenpflicht fest. Auch in Deutschland wurden am Freitag die Regeln für Gastronomie und Großveranstaltungen gelockert. 23 Uhr und 42 Minuten Bundesgericht.
Innerrhoden dürfte Landsgemeinde durch Urnengang ersetzen. Die Durchführung einer außerordentlichen